Ich bin bei Dres & Sommer gestartet im Bereich Fassadenplanung, also Gebäudehülle zu entwerfen, zu entwickeln. Und hier in Hamburg habe ich das aufgebaut. Da bin ich sozusagen der Kopf und sehe zu, dass wir ganz gut zusammenarbeiten können. So. Der klassische Arbeitsalltag bei mir, der ist in Teilen moderierend. Einfach gucken, in welchen Projekten wie was läuft, was auch nicht läuft. Und das unter einen Hut zu kriegen. Also insofern ist das mein Tag. Bauen ist flexibel und insofern ist der Job flexibel und hat auch viele Überraschungen. Ja, mein Name ist Simone Bücksteg und ich bin verantwortlich am Standort in Frankfurt für User Experience. Ja, New Work heißt es ja auch, New Work User-Centric Consulting und Design. Wir haben unterschiedliche Kompetenzen, mit denen wir uns beschäftigen und die wir für den Erfolg beim Kunden einsetzen. Wir nehmen Requirements, Anforderungen auf. Wir machen eine Änderungsbegleitung, am besten schon von Anfang an eines Projektes. Wir beschäftigen uns mit Konzeption und Kreation. Ja, und dann schlussendlich auch die Durchführung bis hin zum Umzugsmanagement. Mein Name ist Nikolai Peklo, ich bin Projektleiter bei Dres & Sommer für die Haustechnikgewerke. Als Planer bei Dres & Sommer macht man die Planung der Haustechnik, also Heizung, Kälte, Lüftung, Sanitär, Sprinkler, Feuerlöschtechnik. Das sind die Themen, die wir jetzt im Integrated Design Bereich abarbeiten und in die Gebäude reinbringen. Beim Bewerbungsgespräch mit Dres & Sommer in der Schweiz wurde mir gesagt, dass wir hier die größten Projekte machen und dass es einfach eine wahnsinnige Chance ist, sich in dieser Branche weiterzuentwickeln und auch Verantwortung zu übernehmen. Die Entwicklung vom Fachplaner Lüftung zum Projektleiter für die größten Projekte Deutschlands, das hat sich bewahrheitet, ja. Ja, mein Name ist Tobias Berger. Ich bin Teamleiter im Bereich der Tragwerksplanung am Standort in Frankfurt. In der Tragwerksplanung berechnen wir Gebäude, sodass sie vereinfacht gesagt stehen bleiben. Das Besondere ist, mitzugestalten. Die Bauwirtschaft hat eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, an der wir als Tragwerksplaner mitwirken können. Hinsichtlich der Zukunftsthemen, die wir gerade bei Dres & Sommer bearbeiten, Reduzierung von Abfall, kreislauffähige Gebäude. Das heißt, wir beschäftigen uns damit, die Gebäude so zu entwerfen, dass sie über den Lebenszyklus genutzt werden können und am Ende des Tages auch wieder sortenrein zurückgebaut werden können. Ich bin Teamleiterin für Kommunikation im Raum und Interior Design. Wir machen bei uns im Team sehr hochwertige Innenarchitektur, Workplace-Projekte und Brand Communication oder Brand Experience und verzahnen diese zwei Bereiche zusammen. Im Grunde genommen ist man hier richtig, wenn man sagt, ich habe Lust, was zu machen, die Leitplanken sind weit gesteckt, leg los. Was die Skills für das Doing betrifft, ist natürlich so, dass wir sehr vielschichtig sind. Wir haben im Grunde genommen TGA-Leute, wir haben Tragwerksplaner, wir haben Architekten, wir haben irgendwie Leute, die eine Gebäudehülle planen, Bauphysiker. Die haben unterschiedliche Bereiche, die sie abdecken können müssen. Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man die Bereitschaft dazu hat, diesen Weg der Digitalisierung mitzugehen. Was sollte man mitbringen? Offenheit, Begeisterung, natürlich technisches Know-how. Leidenschaft, Kreativität, gute Laune, der Wunsch, der Beste zu sein und nie aufzuhören. Bis man das findet. und die sollten einfach Humor mitbringen. Wir lachen wahnsinnig viel und scherzen und veräppeln einander gegenseitig, aber auf eine schöne, nette Art. Ich bin gern bei Treso, weil wir die größten Projekte haben, die es in Deutschland gibt. Wir haben das beste Team, das es in Deutschland gibt. Und es macht eigentlich jeden Tag Spaß, mit den Kollegen zu arbeiten, das Team weiterzubringen, die Projekte abzuwickeln. Und man sieht auch im Endeffekt, was passiert. Wir planen Gebäude, am Ende werden sie gebaut. Und das macht einen schon stolz.